Heute dreht sich bei uns alles um das Zentrieren eines Laufrades mit einer Messuhr. Die Methode bietet sich an, sobald ihr ein komplett neues Fahrrad oder neue Laufräder gekauft habt. Die kommen nämlich manchmal nicht hundertprozentig zentriert bei euch an. Bevor ihr euch an die wirklichen Probleme heranwagt, verschafft euch am besten erst einmal einen Eindruck vom generellen Zustand des Laufrades. Ihr prüft also die Speichenspannung am gesamten Laufrad. So schließt ihr aus, dass eine oder zwei, drei besonders lockere Speichen das Gesamtbild extrem verzerren. In unserem Fall können alle Speichen etwas mehr Spannung vertragen, sodass wir erst einmal eine komplette Runde drehen. Für den kurzen Check drückt ihr einfach die Speichen mit den Händen zusammen. Dort, wo die Speichen sich nahe der Narbe überschneiden, in dem Punkt müssen sie für ein paar Millimeter nachgeben. Wenn das grundsätzlich stimmt, beginnt die Feinarbeit, das Aufspüren und Beseitigen eines Seitenschlages. Legt der Einfachheit halber einfach am Ventil los. So merkt ihr euch kinderleicht, wann ihr wieder am Ausgangspunkt angelangt seid. Beim Zentrieren arbeiten wir mit einer Messuhr. Die lässt sich bequem an Gabelrohr oder Rahmenstrebe anschrauben und misst den Ausschlag entlang der Felge. Vorteil einer Messuhr ist, dass ihr direkt am Ausschlag erkennt, in welche Richtung der Seitenschlag verläuft. Ihr wisst also sofort, ob ihr die Speichen links oder rechts der Felge lockern oder spannen müsst. Zum Spannen dreht ihr den Speichennippel mit Hilfe des Speichenschlüssels gegen den Uhrzeigersinn. Zum Entspannen im Uhrzeigersinn. Tastet euch da ruhig langsam heran. Eine Viertelumdrehung genügt. Das klingt wenig, hat aber doch einen recht großen Effekt. Wer das beherrscht, stellt sein Laufrad am Ende auf den Zehntel Millimeter genau ein. Den nötigen Speichenschlüssel findet ihr bei uns im Onlineshop. Alle weiteren Tutorials auf unserem YouTube-Kanal, also abonniert den am besten. Bis dahin, ciao ciao!